Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es 3 TikTok-Rezepte für euch. Diese Rezepte sind eher etwas ungesund, aber mega heftig. Ich dachte mir, ich muss das unbedingt ausprobieren. Seid auf jeden Fall auch nicht traurig, denn ich werde heute auch noch 3 gesunde Fitnessrezepte für euch abdrehen. Die gibt es dann nächste Woche für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Zuschauen des Videos. 2 richtig coole Rezepte habe ich bei der Eileen gefunden. Sie hat auch noch viele weitere coole Rezepte auf ihrer Seite. Und zwar werden wir mit dem Maxi King Aufstrich anfangen. Dafür braucht ihr eigentlich auch nur 3 Zutaten. Ich muss mal eben kurz überlegen. Genau, wir brauchen einmal Maxi King natürlich. Dann brauchen wir Frischkäse. Ich habe jetzt hier einmal den Leitfrischkäse genommen. Und dann braucht ihr etwas Honig. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Also ich werde jetzt nur eine Portion machen und werde jetzt statt 3 Maxi King werde ich nur 2 Maxi King benutzen. Also ich denke, das sind 1 oder 2 Portionen, was da rauskommt. Ich weiß es nicht genau. Dann nehmt ihr ein Messer und schneidet einmal das Maxi King in der Mitte auf. Oh mein Gott, wer liebt Maxi King genauso wie ich? Dann braucht ihr einen Löffel und eine Schale. Dann hüllt ihr das Innere des Maxi Kings aus und gebt das hier in die Schale. Der Rest wird natürlich nicht weggeschmissen, das brauchen wir später. Ich nehme jetzt den Frischkäse, da der jetzt noch offen ist und damit wir den nicht wegschmeißen müssen. Da kommt jetzt ein bisschen Frischkäse dazu. Ich weiß gar nicht genau wie viel, ich mache da jetzt einfach mal so viel dazu. Dann nehmt ihr die Reste vom Maxi King und schneidet das in kleine Würfel. Und dann werden wir das Ganze einmal gut verrühren und zwar diesen Frischkäse mit der Maxi King Füllung. Da kommt etwas Honig mit dazu und die Reste vom Maxi King. Dann wird das Ganze noch einmal gut verrührt. Wir werden aber jetzt weitermachen mit Rezept Nummer 2. Das war's dann auch schon. Das kommt dann gleich aufs Brot. Aber wir werden das am Ende gemeinsam probieren. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Börek, hieß das, glaube ich. Genau, das Ganze hieß Börek. Ich habe das hier nochmal gerade nachgeschaut. Und zwar findet ihr das bei Wendentyp. Und dort auf der Seite findet ihr noch viele weitere Rezepte. Ich werde euch hier jetzt einmal ein Bild davon einblenden. Und ich würde sagen, los geht's. Zuerst brauchen wir ein bisschen Spinat. Der kommt hier einmal in den Topf. Die Platte stellt ihr hier einmal auf mittlere Hitze. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Blätterteig ausrollen. Ich werde jetzt davon allerdings nur die Hälfte machen. Okay, es ist doch etwas mehr geworden als die Hälfte. Also ich habe das Ganze jetzt in Vierecke geschnitten und das hebe ich auf und werde das später mit Nutella füllen. Zu dem Spinat kommt jetzt auch noch ein Schuss Wasser. Oh, ich glaube, das war ein bisschen viel. Dann lasst ihr den Spinat ein bisschen auftauen und dann braucht ihr gleich noch ein bisschen Schafskäse. Ich habe jetzt den leichten genommen. Davon mache ich jetzt einfach gleich mal die halbe Packung mit rein. Dann habe ich den Backofen auf 200 Grad mal vorgeheizt. Der Spinat ist schon am Kochen. Das habe ich in kleine Würfel geschnitten und das kommt jetzt hier einmal zum Spinat dazu. Macht am besten nicht zu viel Wasser dazu, denn das Ganze muss noch schön cremig werden. Das kommt nämlich gleich hier in den Blätterteig rein. Und dann wird das Ganze noch gewürzt. Ich habe hier einmal Pfeffer, Salz und Muskatnuss. Okay, ich glaube eigentlich braucht man kein Wasser, weil das ist jetzt super flüssig. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen verdampfen. In der Zwischenzeit werde ich dann jetzt mal ein Ei trennen, denn wir brauchen das Eigelb davon. Das Eiweiß wird natürlich nicht weggeschmissen. Das brauchen wir für die Fitnessrezepte. Und wir müssen nämlich, bevor die Böreks gleich in den Backofen gehen, die einmal damit bestreichen. Ich werde so gut es geht das Wasser versuchen abtropfen zu lassen. Und dann wird das hier auf dem Blätterteig verteilt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das wird jetzt einmal eingerollt. Was ich hierbei schon mal gemerkt habe, das Wasser dazu zu geben, war absolut kein
keine Idee, wenn dann wirklich nur ganz, ganz bisschen, um den Spinat zu schmelzen. Das Rezept bisher ging mega schnell. Ich werde das jetzt noch einmal hier mit Eigelb einpinseln. Wie lange das im Backofen sein muss, haben die jetzt nicht gesagt. Die haben nur gesagt 200 Grad. Ich werde das jetzt einfach mal so 5 bis 10 Minuten reinmachen, nach 5 Minuten einen Blick drauf werfen und mal schauen, wie die dann geworden sind. Und dann geht es weiter mit Rezept Nummer 3. Rezept Nummer 3 ist einmal ein Pfannenbrownie. Ich werde jetzt allerdings nur die halbe Portion machen. Hierfür braucht ihr 15 Gramm Butter, 15 Gramm Kakao. Ich habe die ganzen Sachen immer von Koro. Da könnt ihr mit meinem Code immer 5% sparen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Die haben richtig tolle Sachen für Topping, Ingwer-Shot oder was auch immer. Hier könnt ihr zum Beispiel meinen Koro-Lager sehen. Ich habe hier super viele Sachen. Die ganzen Gläser habe ich auch alle von Koro. Schaut dort mal vorbei. Dann braucht ihr 20 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver. Die Börek sind auch gleich fertig. Schauen wir mal. Okay, die brauchen auf jeden Fall noch 5 Minuten. Dann 25 Milliliter Milch und ein Ei. Ich nehme da jetzt einfach die Reste von dem Börek. Und 25 Gramm Zucker. Ich werde jetzt in die Pfanne etwas Öl reinmachen. So sieht der Teig bisher aus. Und dann wird der Brownie hier in die Pfanne gegeben. Ach so, und falls ihr mir auf TikTok noch nicht folgt, dann schaut gerne mal auf meinem Profil vorbei. Das lassen wir jetzt mal hier ein bisschen anbraten. Und schauen mal nach dem Börek. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir lassen das jetzt noch 2-3 Minuten drin. Und dann holen wir die auch raus. Auf den Brownie hat sie am Ende noch etwas Schokolade gemacht. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ihr könnt euch ja mal hier das TikTok von der Eileen anschauen, wie sie es genau gemacht hat mit den anderen Mengenangaben. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Hälfte genommen. Was ich aber machen werde, ist am Ende noch so ein bisschen Sahne drauf. Ich denke, dann wird der Brownie nicht zu trocken. Und ich werde am Ende einfach noch ein bisschen Proteincreme von MyProtein drauf machen. Jetzt ist nur die Frage, wie wende ich diesen Brownie am besten? Der ist noch super flüssig von oben. So, ich habe das jetzt geschafft, hier einmal drunter zu kommen mit dem Pfannenwender. So sieht der Brownie jetzt aus und da werden wir jetzt ein bisschen Schlagsahne drüber gießen. So sieht der Brownie bisher aus. Und wie gesagt, statt Schokolade werde ich da jetzt einfach den Proteinaufstrich drauf machen. Und den werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Mit meinem Code und meinem Link bei MyProtein könnt ihr immer am meisten sparen. Beautiful, just put your body on top of mine, yeah. Man hätte natürlich auch den Maxi King Aufstrich hier drauf machen können. Für noch mehr Kalorien. So, die Börek sind jetzt auch fertig. So, ich habe jetzt einmal hier Proteintoast genommen und da werde ich jetzt einmal den Maxi King Aufstrich drauf machen. Ich würde sagen, jetzt kommt der beste Teil des Videos. Und zwar werden wir das Ganze jetzt mal probieren. Ich fange jetzt einfach mal hier mit dem Maxi King Aufstrich an. Also von der Zubereitung her war es mega einfach. Ich glaube, es hat nicht mal 3 Minuten oder so gedauert. Also wenn ihr Maxi King genauso feiert wie ich, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich finde, man hat dadurch noch ein bisschen mehr Volumen durch den ganzen Frischkäse. Ich habe jetzt den Light-Frischkäse genommen. Dadurch spart man noch ein bisschen mehr Kalorien. Aber ich finde es richtig lecker. Also es hat mega den Maxi-King-Geschmack. Dann probieren wir jetzt mal den... Pfannen-Brownie. Die Idee fand ich auch richtig heftig. Ich bin ja auch gerade dabei, mein Kochbuch zu machen. Und freue mich da immer über Inspiration. Zubereitung hat, glaube ich, auch nicht mal 5 Minuten gedauert. Und vom Geschmack her würde ich jetzt sagen,
bekommt das Ganze von mir eine 7 von 10. Und jetzt kommen wir zum Börek. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, dadurch, dass das vorhin so ein bisschen wässrig war. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass die vielleicht nicht so geschmacksintensiv sind. Oh Gott, doch. Also ich hätte noch ein bisschen mehr Schafskäse reinmachen können, aber ich finde es richtig lecker. Wenn ihr das Ganze ausprobiert, dann gebt mir auch gerne ein Feedback. Schreibt es also unten in die Kommentare, ob es euch genauso gut geschmeckt hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wie gesagt, ich werde jetzt auch noch 3 Fitnessrezepte für euch abdrehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis dann. Tschüssi!